Wo bist du? Standen da hinten. Ach, egal. Wahrscheinlich rennt er als Dorfbewohner rum, ne? Er hat einen Skin wie ein Dorfbewohner und versteckt sich jetzt hier unter der Menge. Das wäre auch mal geil. Alter, wenn du so, wenn du dich so, stell dir mal vor, du spielst Bed Wars oder, ja, Bed Wars, ne, und du hast einen Skin vom, das Einzige ist natürlich doof, du bist angeschrieben. Aber ja, du hast den Skin vom Dorfbewohner und versteckt sich dann, du baust dir so eine kleine Dings rumherum. Um dich herum, ne? Und dann hast du da immer mit einem Ausgang und dann hast du so ein kleines Häuschen, das um dich rum gebaut ist. Was ist das für ein Eierkopf? Alter, der ist jetzt einfach schon. Okay, ja, klar. Mein Haus wird bestiegen. Okay, das fängt ja schon gut an hier. Ich warte hier im Dorf, mache hier Abholservice, ne? Limousinendienst und so. Ne, der steht bei mir hier. Ja. Hab ich auch gerade gemerkt. Schon Noob. Okay, gleich direkter Bann, ne? Das geht gar nicht. Einfach mal. Ja, direkt weg. Einfach mal direkt weg hier. Weg mit dir. Hacker. Exo. Hacker. Ja. Gott sei Dank habe ich dem keine OP-Rechte gegeben. Ja, sonst hätte er hier alles kaputt gemacht. Ja, wäre hier gleich alles schon am Arsch, ne? Erstmal Kreativmodus, TNT, Lava. Ich sehe gerade, dass unser wunderbares Feld schon wieder soweit ist, geerntet zu werden. Das Große, ne? Das aussieht wie ein Haus. Alles klar. Guck dir mal diesen. Alles klar. Guck dir mal diesen Hans an hier, ne? Mit seinem blauen Auge. So. Jetzt mobbt mich Merle hier Essen. Schon. Hm? Okay. Jetzt geht es darum, dass wir uns nochmal hinlegen. Ich weiß nicht, zwei Drittel müssen liegen, ne? Ist das hier ja, auch so? Mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte. Ist ja. Dann leg dich mal im Bett. Bin ja zu Hause. Ja, ja. Komm hinterher. Aha. So, legt euch mal hin, Kinder. Ich hab gehört, da passen noch zwei in einem Frozen Bett. People, das ist witzig. Was ist denn witzig? Es stimmt, dass meine Familie Eierköpfe sind. Ah ja, definitiv. Hm. Hm? Ja, es muss einer disconnecten, so wie es aussieht. Oder bau dir doch einfach ein Bett. Ja, Eierköpfe, bau dir doch einfach ein Bett. Es hat hier genug Sachen, um dir ein Bett zu kaufen. Ich liege. Exo? Er ist ein waschechter Eierkopf, ja. Alles klar. Liegen jetzt alle? Nein. Oh, warum nicht? Weil ich nur zu Hause bin, warte. Aber man muss ja sagen, ne, er ist zwar ein Eierkopf, aber er ist ein produktiver Eierkopf. Selber Eierkopf. Weil das haben wir ja, das hat ProSieben hat das heute bestätigt. Ja. Wollte hier ein halbe Schritt. Kommst du irgendwie dann mal Richtung Bettchen oder muss ich hier, weil ich kann auch, ich hab einen Tannenbaum gefunden. Einfach. Nein. Wir haben einen Tannenbaum gefunden. Ja, ja, die gibt's auch. Ach, du bist so weit weg? Ich bin eigentlich direkt hinter meinem Haus, aber okay. Alles klar, wo gibt's denn da einen Tannenbaum? Den habe ich in der Hand. Alles klar, warum hast du einen Tannenbaum gefunden? Der Hund liegt Ostern in deinem Bett, ne? Ey, was machst du denn? Ja, Skandal! Wolby, hast du ein Wolle? Ich habe mehr als ein Wolle. Ah, du wolle Wolle kaufen. Ja, ich wolle eine Wolle kaufen. Hier habe ich Wolle drin. Ja. Das macht dann, Ja, nee. Na? Bleib's auf die Rechnung. Ja, mach ich. Raphael bezahlt. Zu den anderen 2,5 Millionen Schulden, die du schon bei mir hast. Rest in peace, Caps. Rest in pieces, übrigens heißt das. Ey, Urbi, dein Haus ist ja komplett verbaut, ey. Muss ich wieder draußen schlafen. So. Alter, jetzt hat der Arme Dreck aufgebaut. Alter. So kann ich nicht pennen. Warum können wir nicht pennen? Ja, jetzt schon. Ich muss ja zuerst den Scheiß hier abbauen, der hier in meinem Haus einfach mal. Ey, gib mir meine Erde zurück. Ja, gib mir meine Erde zurück.
Du Eierkopf, Alter. Oh, Eierkopf. Selber Eierkopf, du Eierkopf. Ey, was ist alles klar, Essen? Okay. Gibt's nicht. Gibt's nicht, ne? Tut mir leid. Haben wir hier nicht auf dem Server Essen. Das ist ein Komposthaufen. Kann man essen? Ja, ja hier. Alter, was soll denn die Scheiße hier? Ich hab dir einen Tannenbaum vorbeigebracht. Ja, hab's gesehen. Kannst du mich wenigstens bitte auf den Boden setzen? Das hab ich gerade mit dem Komposthaufen gemacht. Ich hab dich auf dich reingemacht. Warte, kann man das hier auch fressen? Ich hab rechts nicht auf dich gemacht und der ist verschwunden. Das kann ich auch nicht fressen. Urbe, gib dir mal was zu essen. Ja, gebe ich ihm gleich. Ja, ja gleich. Hier. So, guck, hier ist ein paar Karottchen. Rötchen. Rötchen. Rötchen? Also, guck mal hier. Hier gibt's ein bisschen Brot, nicht viel. Aber hier hat's ein bisschen Brot und hier hat's Kartoffeln. Mit einem Rechtsklick holst du die Kartoffeln raus. Aber nimm nicht gleich alle, ne? Es gibt auch andere Leute, die haben Hunger. Ulle gehört nicht dazu. Unter anderem. Mit Linksklick kannst du holen, die raus. Ich wollte eigentlich nur, dass du wieder Kartoffeln reinmachst. Nicht, dass du Kartoffeln rausnimmst. So. Gebratene Kartoffeln haben wir jetzt schon. Super. Wow. 69, sehr schön. Karotten haben wir auch noch ein paar. Die können wir hier auch noch reinheizen. Und tschüss. Rettich, Rettich. Ja, Rettich haben wir auch. Rettich, Rettich. Was kann man mit Kompost machen? Den brauchen wir für die Pflanzen draußen, für den Garten. Damit die Pflanzen schneller wachsen. Ich sehe hier gerade. Ja, bitte. War schon wieder? Alter, ich könnte den ganzen Tag nur in meinem Garten rumeiern. Ich glaube, ich mache gerade zurzeit nichts anderes als Leute vom Spawn abholen und dann wieder in meinen Garten. Und dann wieder Leute vom Spawn abholen, dann wieder in meinen Garten, ne? Das sind auch noch Tomaten. Ach, hier, das Tomatenfeld ist ja schon voll. Oh, das ist doch mal was. So, dann will ich mal sagen, wir machen hier. Wir lassen die Tomaten mal da, wie sie sind. Ne? Die sind eigentlich ganz gut da platziert. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe ein bisschen wenig Weizen. Könnte man noch ein bisschen mehr anbauen. Tun wir auf. Warum sind diese Felder hier wieder am Arsch? Hast du kaputt gemacht? Nein. Doch, hast du. Nein. Doch. Nein. Das war ich nicht. Das wüsste ich, wenn ich das war. So. Ja, ja, genau. Alles klar. So, Leute, jetzt müssen wir uns mal kurz überlegen. Wir wohnen ja unten. Wenn man so zuschaut, möchte man wieder Minecraft spielen. Kommst du? 2300 Armer. Wenn ich heute noch Bock hätte, könnten wir ja King of the Hill zocken. Ah, ja. Wolle. 1,9 Geld. Nichts billig. Alles teuer. Alles klar, Olli. Bei mir ist nie was billig. Urbe, die wollen Armer sehen. Ja, ich merk's, die wollen alle Armer sehen. Ja. Hier hast du einen. Ach ne, ich habe die Cam nicht an, sonst hätte ich euch jetzt gleich mal Armer gezeigt. Bin mir nicht sicher, Urbe, aber Sprich? So, als es live ist nicht so deins, oder? Nein, gar nicht. Kannst du mich jagen damit. Ne, wirklich, finde ich überhaupt nicht. Es ist ein Spielmodus, wo ich jetzt überhaupt nichts damit anfangen kann. So, Kinder, also. Ein paar Freunde von mir haben einen großen. Alles klar. Ich wäre jetzt mal der Meinung, dass wir uns, was haben wir hier eigentlich für Holz? Hier haben wir Birken. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal ein paar Birken sammeln, ne? Wir haben ja noch eine Axt. Und dann schnetzeln wir uns jetzt hier mal ein paar. Ach ja, man kann eine Äxte machen. Ja, klar. Ob du es glaubst oder nicht, schaufeln auch. Okay. Es gibt Werkzeuge hier. Mit der Hand ab. Gell, Werkzeuge hier. Nur Eisen ist gerade ein bisschen Mangelware. Alter, der Fisch gibt ja gar nichts. Ja, du musst ihn halt eben anders zubereiten. Ja, anders zubereiten. Der hat ja wirklich gar nichts gegeben.
So, gucken wir mal hier nebenbei noch Rezepte. So. Schildkröte. Was ist denn hier gewachsen? Warum ist denn auf dem Baum ein Baum gewachsen? Oh, ein Baum gewachsen. Oh. Auf dem Baum ist ein Baum gewachsen. Bananennussbrot. Nee. Bäume ist so eine Seltenheit. So, eine Seltenheit, ey. So, und gleich machen wir noch ein bisschen Kompost. Knoblauchbrot. Ja, kannst du auch machen. Brauchst du einfach Knobli. Hast du Knobli? Ne, ich habe leider kein Knobli. Gut, dann möchte mal dein Freund. Habe ich noch nicht gefunden, aber sobald ich einen habe, sage ich es dir. Okay. Ich habe wirklich schon viel in meinem Garten, aber Knobli habe ich noch nicht in meinem Garten. Aber wäre mal ganz nice, hast du recht. So, komm, hier die Eichenbäume, die sind aber auch ganz heftig. Was machen wir mit dem Acker? Alter, ist das ein großer Baum. Hört er auch wieder mal auf? Das sieht gerade nicht so aus, ne? Alter, ist das ein großer Eichenbaum? Vorher spawnte hier kein einziger großer Eichenhaufen. Gedöns und jetzt. Ja. Du laggst gerade irgendwie bei mir. Ich lagge? Ja. Exo lag ich? Genau. Dann bist es du. Okay, dann bin ich. Wie immer. Eierkopf. So ein Eierkopf. Immer sind die anderen schuld, Dobi. Ja, klar sind immer die anderen schuld. Du musst die Schuld immer bei den anderen suchen, weil sie. Ja, da kommst du einfach nicht weiter, wenn du die Schuld immer bei dir suchst. Alter, wo eiert der jetzt schon wieder rum? Wer, ich? Ja, du. Ich bin am Bäume holzen. Ich bin Holzfäller, Alter. Ich muss Bäume holzen. Das ist meine Aufgabe. Hä? Wie hab ich das gemacht? Oh, nee. Egal. Hab ich den ganzen Baum? Ich glaube, ich hab den ganzen Baum. Nein, hab ich nicht. Mist. Mischt. Okay. Alles klar. Darf doch ein bisschen singen. Es geht ja richtig ab hier. Der gute Mann. Blaue Heidelbeere. Jo, geil. Dann hol ich das mal hier weg. Hol ich das weg. Hier hat man noch. Zack. So. Okay, dann haben wir das hier, das hier, das hier, das hier. Nee, nee, nee. So. Wir machen uns jetzt mal hier ein kleines Lager, wo wir uns aufbauen. Dazu brauchen wir natürlich jetzt Holz für die Kisten. Und für den ganzen anderen Mist. Ach, hier haben wir noch ein bisschen. Ne? Ich hab Salz. Salz ist immer gut. Brauchst du, um die Speisen zu würzen dann. Oder auch spezielles Brot zu machen. Also Salz ist wirklich. Ich hab Kohle. Nice. Das ist auch nicht schlecht. Und eine Höhle. Das ist auch gut. Dann such mal Eisen. Jupp. Weil Eisen ist gerade Mangelware. Ey, mir kommt so oft vor, dass ich einfach Dias finde, bevor ich Eisen finde. Ich wette, das passiert mir diesmal wieder. Locker passiert mir. So. Warte, Moment. So. Kartoffeln. Wie ist denn das hier mit den Mobs? Wie heißen Kartoffeln noch? Kartoffeln heißen doch noch anders. Wie heißen die? Erdäpfel und. Und da gibt's doch noch einen anderen Begriff. Wie sagen die Polen dazu? Kartoffelki, sagen wir. Kartoffelki. Wie ist denn das mit den Zombies und so? Hat's noch keine. Okay. Aber so langsam sind wir an dem Punkt angekommen. Weil nein. Was mir ein bisschen Sorgen macht, sind die Creeper. Oh, müsste halt diese Sprengfunktion, müsste ich natürlich, dass sie keinen Schaden machen. Das finde ich. Also Schaden an der Umgebung, ne? Ja, klar. Weil das würde mich nerven. Muss ich mal gucken. Einfach eine Config. Alles klar, einfach Config ein bisschen bearbeiten, ne? Genau. In der server.cfg. Es ist wieder so still draußen. Ich höre nur so eine Kackgrille, ey.
eben, die höre ich eben nicht. Ja, die höre ich hier hinten. Da habe ich eben ein bisschen Panik. Die sind alle bei mir jetzt. Obwohl alles ich schon was angebaut habe. Weil ich keine Sense habe. Also wir brauchen ein bisschen von diesem komischen Stein hier. So, genau den brauchen wir. So, jetzt fangen wir mal an mit dem Keller. Weil der ist ja eigentlich ziemlich wichtig, weil wir da ja unser Lagerraum. Oh, Mr. Festlichling ist einfach mal weg. Ja, ist abgestürzt. Das kann vorkommen. Die Höhle geht nicht weit. Ah, oh, ich hab schon Eisen. Aus dem Dungeon. Nice. Okay, dann hinlegen wäre ganz cool. Mach das mal. Hast du dein Bett mitgenommen? Ich? Oder Raphael? Oh, ne, das war der falsche Prozess. Voila. Ja. Okay, er kommt eh nicht. Aber dann kann ich ja auch gleich weitermachen. Treppe. Und machen wir hier nochmal ein paar Treppchen, ne? Brauchen hier eh genug davon. So. Also diesen Rosenquarz, den brauche ich auch extrem viel. Zur Zeit. Leider. Okay. So. Mach mehr Kohle. So, dann würde ich sagen, nein. Wie tief muss denn der sein? Hier der Keller 1, 2 tief. Bauen wir ein paar tief, ne? Alter, das wird mich jenes. Ich sehe schon. Das kostet mich richtig viel Schaufel. Richtig viel Schaufel. Und Eisen. Ah, Mr. Facefisting, YouTube hat das. Ja, Mr. Facefisting. Mr. Facefisting hat das Spiel betreten. Ja, und randaliert jetzt. Geht gerade richtig ab, der Typ, ja. Ja. So, jetzt habe ich dann gleich keine Schaufel mehr. Ach komm. Mit dir hast du das so, kann das mal aufkaufen. So. Ich glaube, das müsste reichen von der Tiefe. Oder sollen wir noch ein bisschen tiefer gehen hier? Das wäre natürlich noch eine Idee, ne? Dass wir hier noch 2, 3 hoch. Oh, meine Spitzhacke ist kaputt. Dann kommt hier ein Treppchen. Nett. Alles klar, der welche Spitzhacke. So. Treppchen. Ja, Treppchen. Da, Treppchen. Hier Treppchen noch eins, so. Da kommt hier Kies hin. Haben wir gerade Kies da? Nein, haben wir gerade nicht. Spielt aber keine Rolle. Dann kommt hier Kies und das hier bleibt so wie es ist. Sehr schön. So, bauen wir mal zu. Schottendicht, wo seid ihr? Zu Hause. Alles klar. Irgendwo auf. Ja, eben. Hat mir schon gereicht. Warum habe ich hier so einen Kürbiskopf? Merle in voller Pracht, alles klar. Merle, wenn du das siehst, ne? Es wurde gerade ein Ebenbild von dir erschaffen. Also ein paar Stöcke hättest du schon noch anbauen können, ne? Nee. Hat keine Stöcke, er hat keine Arme. Warte, wir machen das noch ein bisschen schöner hier. Ne, damit das wenigstens Sinn macht, ja? Ich habe einen Minenschacht. Oh, bringst mir was mit? Eine Apfeltasche. Oh ja.
Und für mich ein Happy Meal, gerne. Ja, stimmt, das passt ja noch so. Ruby kann sich ja noch durchschmuggeln. Der kriegt nur ein Happy Meal zum halben Preis. Ja.